Kennst du Link Ray? Ja, nur vom Sehen. Nur vom Sehen und vom Hören sagen? Ja, merkwürdig. Rumble Link Ray. Der war bei uns im Studio und der hat irgendwie in der Stadt ein Konzert gegeben und dann haben wir ihn gebeten, die 2 Minuten für uns zu machen. Das ist also, wir stellen irgendwelchen Leuten 2 Minuten Sendezeit zur Verfügung und die können machen, was sie wollen. Willst du mal sehen, was er gemacht hat? Nein. Link Ray. Talking about everything. I mean, life. Mir ist es völlig egal, ob alle Gitarristen der Welt aussterben. Das ist völlig egal. Ja, ich meine, das ist bemerkenswert, dass genau solche Leute, von denen man genau weiß, wie sie früher drauf waren, also brauchst du bloß Lou Reed angucken, ne? Der ist jetzt, ne? Und Link Ray auch und so. Aber irgendwo müssen sie ja ihre Erfahrungen erstmal gesammelt haben, oder? Wie meinst du? Also Betäubungsmittel sind ja sehr schlecht. Sind schlecht? Ja. Fürchterlich schlecht. Aber Aufputschen macht sowieso frei. Aufputschen macht frei. Tja, das kann ich an dieser Stelle natürlich nicht gutieren. Das darf ich nicht. Ne? Darf ich nicht hier so rumsitzen und sagen, ja, nehmt alle irgendwelche Aufputschmittel. Aber ich meine, es gibt ja auch natürliche Aufputschmittel. Das wäre ja schlecht. Das wäre schlecht, ne? Aber es gibt ja natürliche Aufputschmittel. Ja, vielleicht sollten wir uns die Charts mal anschauen und danach was von Sonic Youth und bis dahin fällt uns vielleicht noch was ein. Kann sein. Na? Unsere Offbeat-Charts und danach was Neues von Sonic Youth. Kennst du die? Andrew? Wie findest du die? Ich finde die ziemlich gut. Echt? Ja. Also ich finde zum Beispiel Chicone Youth auch gut, diese Coverversion ist. Dann ich auch. Ja? Ja? Gut, lass mal die durchgehen. Hast du eine Liste von Lieblingsplatten eigentlich? Gibt es irgendwelche Lieblingsplatten, oder wo ich sag, du... Funhouse von The Stooges. Funhouse? Und... Low. David Bowie. Und zurzeit diese bulgarische Frauenchöre. Die bulgarischen Frauenchöre, finde ich auch klasse. Da gibt es übrigens jetzt die zweite schön. Platte. Das ist wirklich gut. Und Bücher. Fällt dir auf Anhieb ein Lieblingsbuch ein? Jetzt sag bloß nicht die satanischen Verse von Rushdie. Nee, hab ich nicht gelesen. Hast du nicht gelesen? Elliot. Elliot? C.S. Elliot. Alles? Shakespeare ist auch. Shakespeare ist auch. Ich lese zur Zeit Milton. Es gibt ja bei der Musik so eine Welle von, sagen wir mal, Plagiatoren, Leute, die was abkupfern, die daraus was Neues bauen. Stichwort Sampling. Ist das legitim, auch wenn das in der Literatur geschieht? Das heißt, fühlst du dich zum Beispiel durch solche Texte inspiriert für deine eigenen Texte? Also vom Stil schon. Mhm. Manchmal. Also von Ausdrücken und Ausdrucksweisen? Ja. Also es ist durchaus eine Quelle für dich, wo du schöpfst. Elliot ist immer bei mir, so im Kopf. Und Shakespeare. Ja, Engländer halt, ja, genau. Wann gehst du denn wieder mal zurück? Hast du überhaupt Sehnsucht noch nach England? Nee, ist grausam geworden. Zu viel Age. Zu viel Age? Ja. Hat Link Ray doch recht, hm? Bisschen. Einigermaßen. Und was ist noch schlimm geworden in England? Es ist tierisch teuer geworden. Ja? Ja. Also überhaupt keinen Drang mehr zurückzugehen? Nee. Ich wollte eigentlich irgendwann ein neues Haus in Nordengland kaufen. Aber da ich kein Geld habe. Tja. Also gut, wir blenden gleich das Spendenkonto ein für Andrew, wenn ihr auch alle wollt, dass er ein neues Haus in Nordengland... Commerzbank, Reeperbahn. Nach der Kontonummer musst du jetzt noch durchgehen, vielleicht kommt ja wirklich was. Habe ich nicht bei mir. Aber Frau Bremer bei der Commerzbank in der Reeperbahn, die weiß Bescheid. Die weiß Bescheid. Also müssen die Leute nur an Frau Bremer, Commerzbank, Reeperbahn hinschreiben. Das ist, glaube ich, Spielbudenplatz und das ist Hamburg. Nee. Weiter unten? Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Das ist, was ist denn das? Reeperbahn. Na gut, Reeperbahn. Kommt schon an, schickt's einfach hin. Das war sie ja auch schon, die Offbeat. Ich habe noch was zum Schluss, nämlich von den Chainsaw Zombies. Kennst du die? Guten Name. Guter Name, ne? Ja. Sind auch gute Jungs, leider leicht angeschlagen. Die sollten hier eigentlich in Hamburg auftreten, aber die Schlagzeugerin hatte irgendwie so eine
halbe Lungenentzündung, Schlagzeugerin, sehr gutes Mädel. Auf jeden Fall habe ich sie noch fürs Interview gekriegt, kurz was. Schwedische Jungs sind irgendwie so schwer zu handeln, findest du nicht? Die sind irgendwie so komisch drauf. Ne? Die sind entweder voll zu oder sie sind gerade am Runterkommen, also katermäßig. Ne? Hast du noch nicht die Feststellung gemacht? Na gut. Die Chainsaw-Zombies. Und das war's. Offbeat mit Andrew und mit mir. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Woche. Ja, bis zur nächsten Woche, oder? Ja.